damit einen wunderschönen guten Tag Internet. Hallo. Tatsächlich sollte das Video eigentlich um 9 rauskommen. Ich hatte leider Gottes tatsächlich mit ein paar letzten Aufnahmen derbe Probleme und musste alles so ein bisschen verzögern. Daher wird es heute auch dann 2 Parts geben. Also euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ihr kennt den Drill, Daumen, Abo, Kommentar und viel Spaß vor allem. So, wir hatten jetzt mehrere Quests offen. Respektive mehrere Missionen. Unter anderem müssen wir jetzt gleich nach Tatooine fliegen. Aber wir hatten meines Wissens, wenn ich das jetzt gerade noch nicht in Erinnerung habe, das ist bei euch wahrscheinlich frischer als bei mir, hatten wir noch die Aufgabe, dass wir genau, hier, wir sollten nämlich einmal Sachen für den Blaster klauen, das hatten wir gemacht. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Kijimi-Stadt. Wo sind wir denn jetzt gerade? Da sind wir. Genau, damit wir den Blaster nämlich verbessern konnten. Dann machen wir uns mal eben schnell auf den Weg. Das Unangenehme ist an dieser Stelle, dass es... Eigentlich sehe ich keine große Ähnlichkeit. Dass es direkt auf der anderen Seite der City ist. Und dass da keine Direktverbindung gibt. Fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich wieder mit dem öffentlichen Nahverkehr irgendwie durch Großstädte fahren. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, Fußbus fährt immer. Die paar Meter können wir auf jeden Fall entspannt gehen. Ey, du selber, Mann. So. So, jetzt müssen wir hier rein. Ach, guck mal, das ist der Raumhafen. Lul. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal gerade da rein. Oh, und meine Jacke ist nicht warm genug für dieses Wetter. Schade auch. Nix, roll dich am besten schön ein. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Okay. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Oha. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Das machen wir doch gerade mal. Zu einem Sprengbolzen können wir dann auf jeden Fall sicher die eine oder andere Tür auf. Ja, oder wir schießen die einfach weg. Ja, das nehme ich. Das will ich haben. Zusammensetzen und ausrüsten. Ist dann wahrscheinlich die 3. Fortfahren. Da geht jetzt auch nicht mehr. Können wir hier noch was verbessern? Leider nein, leider gar nicht. Okay. Das Aussehen bringt uns halt auch nichts. Hoffen wir, dass es funktioniert. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, es werden halt Skins irgendwie. Ja, ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Hier ist Trisk. Wenn du Ankh wirklich willst, komm in die Kantina von Kijimi. Wir haben viel zu bereden. Okay, dann machen wir uns gerade wieder in die Kantina zurück. Ich wollte Trisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Weil jetzt kann er sein. Ja, alles vergessen. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Oh man, warte mal. Jetzt muss ich wieder zurück, ne? Ausbruch. Druidenschmied. Nein, jetzt weiß ich, was hier Phase war. Da kam eine Nachricht über einen Auftrag des Ashiga-Clans im Holo-Lock der Bahnbrecher hinterlassen. Und das ist ein Auftrag für Kame.
Ich gehe mal eben schnell zurück, denn... Ja, also ich habe mich natürlich nicht groß informiert, was es für mehr Zeug oder besseres Zeug gibt, wenn ich pro Fraktion reingehe. Ich mache das rein emotional tatsächlich. Und rein emotional betrachtet ist natürlich, ja, jedes Syndikat Müll. Not gonna lie. Haben alle Dreck am Stecken, sind alle nicht so sauber. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Fischmenschen, also die Pikes angucke, boah, die habe ich gar keinen Bock. Hey, ich will mit dir reden. Sag hallo. Kay Vess. Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Geringfügig. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stehle zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Im Nebel gab es ja noch die Waffen für die Hutten. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja. Verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Ja, komm. Ja. Gut. Sonst hätte ich dich auch eliminieren müssen. Soll das ein Witz sein? Nein, nur eine Drohung. Na geh schon. Okay, ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein paar Nebenaufträge. Aber nur so zwei, drei tatsächlich. Ah, ein Passagier. Wir müssen eine Person retten. Aha. Oder zumindest befreien. Dann gucken wir mal eben. Geht zu einer geheimnisvollen Sabbatrunde im Hinterraum. Nee, das juckt. Tashara. Ja. Juckt uns jetzt auch erstmal. Ist keine Main Story. Tatsächlich nehme ich mir jetzt den Passagier mal vor. Denn wenn das alles gut ausgeht, beziehungsweise alles so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, dann können wir einmal in den Nebel fliegen, den Passagier rausholen und dann bleiben wir auch gerade im Nebel drinne, holen die Waffen vom Hutten-Syndikat und... Nee, ich gehe mal noch weiter. Und können dann nämlich noch mehr bei den Hutten abgeben, wenn wir die Waffen haben. Das heißt, dann machen wir doppelt Gewinn mit einem Flug in den Orbit. Warst du schon auf vielen Planeten? Ja. Welcher war der seltsamste? Sie waren alle wirklich einzigartig. Okay, und das Seltsamste, das du je getan hast? Ich habe einer Diebin erlaubt, eine Reihe bedeutungsloser Fragen zu stellen. Also kann ich vielleicht noch eine stellen? Nein? Ich werte das mal als ein Nein. Ach, red nicht so viel. Hallo in D5. Du bist zurück. So, starten. Na schön. Dann legen wir mal los. Habe übrigens jetzt schon wieder so ein paar Kritiken gelesen. Das Spiel ist jetzt offiziell seit, ich glaube, 3 Tagen draußen. Und es gibt natürlich wieder die klassischen 0815 Bullshit-Caller da draußen. Die nicht objektiv ihren Senf zu dem Spiel abgeben wollen. Oh, das ist der Nebel. Such nach einem Pike-Schiff. Was ist das denn? Sondern halt einfach nur... Ja, war ja wieder klar, dass von Ubisoft keine wieder nur so ein Scheißspiel kommt. Es muss tiefer in der Wolke sein. Da denke ich mir so... Mit so einer Grundeinstellung... War das ein Kommsignal? Ja, aber nicht von den Pikes. Das ist eine Frequenz von Crimson Dawn. Siehst du die Trümmerspur? Ich glaube, jemand ist uns zuvor gekommen. Das wird Dart nicht gefallen. Wieder Crimson Dawn. Es klingt nach einem Notruf. Ach, irgendwas stimmt hier nicht. Es
so einer Grundeinstellung kann man jetzt natürlich auch nichts Positives erwarten, ne? Das muss man halt auch mal sagen. Also meine Vorstellung. Es wird so viel geredet in dem Spiel. Lernen muss ich auch nochmal. Das mit dem Fliegen muss ich auch nochmal lernen. So. Also mit so einer Grundeinstellung kann man halt natürlich aber auch echt schlecht mit dem Game überhaupt schon Chancen geben. Wir können nicht auf sie schießen und auch nicht aus dem System lassen. Bleib dran und warte auf eine Gelegenheit. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Ich habe es fast. Näher ran. Agrarstation. Wiederholen. Sie sind mit der Kapsel gesprungen. Wir sind sicher. Agrarstation. Wie liegt im Markierersystem? Dann flieg wieder hin. Ich kehre nicht mit leeren Händen zu da zurück. Oh man. Ich habe mir das schon wieder zu leicht vorgestellt. Was ist der zweite? Tschüss. Kann ich jetzt? Wow. Kann ich jetzt nicht eventuell... Uiuiuiui. Heidewitzka. Einmal kurz drehen. Ja, also ich finde tatsächlich, sind mal wieder, ja, das muss ich halt auch mal sagen. Diese Bullshit-Aussagen,
ja, war ja wieder klar, dass auch aus dem ganzen Franchise nichts kommen können. Und wir wollten eigentlich Han Solo und wir haben jetzt... Der fängt bei mir halt schon wieder an. Einfach nur Kokolores des Todes. Dass ich der Hörer... den ich höre. Das übersteigt schon wieder die Maßlosigkeit an Bullshit. Ich finde tatsächlich, also mein 0815 Review zu dem Spiel. Wir haben wieder Schilde. Ist schlichtweg. Das Game macht Bock. Es hat zwar seine Mängel, zum Beispiel bei den Speedern. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Oh Mann, ey, ich glaube, ich überlebe diesen Kampf nicht. Ich kann leider dem Speeder-Fliegen nichts abgewinnen. Aber das ist vielleicht doch einfach erstens ein Mii-Problem. Problem. Ein Mii-Problem, weil ich es mit Maus und Tastatur unbedingt spielen muss. Dann ist es wahrscheinlich auch einfach ein Problem, weil ich mit der ganzen Steuerungsgeschichte nicht klarkomme. Ah, ich sehe schon, ich bin jetzt hier schon wieder die nächste Dreiviertelstunde, bin ich hier mit den Doktor-Fights beschäftigt, weil ich mich wieder mit so Kleinigkeiten aufhalte. Die sind direkt hinter uns. Reparatur geht weiter. Ist denn jetzt... Ah. Alter, den habe ich ja richtig gefressen. Hat nicht funktioniert, Kay. Rechte Seite. Mach ich. Den haben wir. Wo ist der Frachter geblieben? Eben gerade hatte ich noch gesehen. Da. Feinde sind in der Überzahl, Kay. Oh.
Ich habe noch keinen blassen Schimmer. Wie ich den Raketen ausweichen könnte. So. Ich muss hier aus diesem Nebel raus, da sehe ich ja gar nichts. Okay, Rakete gewastet, die hätte ich mir für den zweiten aufheben sollen. Ah, das war mir so ein Ding, falls jetzt noch irgendwie wieder... hinterm Nebel verschwindet. So. Also long story short, ich bin eigentlich gekommen für zwei einfache Aufträge. Und werde jetzt wohl gehen mit nichts. Das ist, glaube ich, eher so das Problem, was ich jetzt für mich gerade sehe. Aber ich werde jetzt... Nee, ich werde nicht mit nichts gehen. Hey, der Witzka. Ich habe damit nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Hier sind Minen ausgelegt. Das war ein Treffer. Haltet euch gut fest. Okay, ich glaube, diesen Kern des Nebels kann ich partout nicht looten. Aber muss ich? Irgendwie muss ich das looten können. Ich berge einfach mal alles, was hier so rumfliegt. Hier spricht Kelbes an Bord der Bahnbrecher. Ich bin hier, um zu helfen. Also. Auch wenn das nicht meins ist, ne? Das nehme ich trotzdem. Aber auch wie die fliegen. Alles klar. Schlecht. Vorsicht, Kay. Minen voraus. Jo, habe ich gesehen, danke.
muss ich jetzt erstmal schnell bergen, bevor ich... Helfe. Tschüss. Wir verschwinden von hier. Danke. Viel Glück da draußen. Und sei vorsichtig. Oh, guck mal. Kaum Schaden erlitten. Stabil. So, was haben wir denn hier noch? Oh, da gibt es vier Schätze. Let's go. Ja, gut. Dann wird das halt... Einfach mal so eine entspannte Raumschiff-Folge hier. Da schon? Ja. Das ist es schon. So, dann gehen wir mal ein bisschen Tempo, nur so ein bisschen mehr. Ich glaube, da hinten sehe ich den nächsten. Muss ich den zerschießen? Ja, muss ich. Verschwinden zu schnell im Nebel. Ich kann die nicht richtig anvisieren. Scheiße, Alter. Scheiße. Schön, schön. So. Ach, noch alles dran. Wie viel brauchen wir hier? Noch drei. Drei Schätze liegen hier noch rum. Respektive dreimal Loot. Ahaha. Ich bekomme Interferenzen vom Hyperantrieb. Ich mich halt links rumdrehen. Sehe ich da was oder sehe ich da... Da sehe ich nichts. Hm.
Also leider muss ich wirklich sagen, ist das mit den Kisten, die ich auch einfach scannen könnte. Ich bin auch ein Dappes, ne? Ich könnte hier easy peasy scannen. Was mache ich? Such die per Field of View, ey. Und da sind die nächsten zwei. Holen wir die mal aus dem Nebel raus. Stehen unter Beschuss. Ciao. Und wo ist jetzt Rote? Der hat sich auch verabschiedet. Schön. Da sollen noch drei Schätze sein? Nee. Wir haben sie. Nee, hier ist doch nichts mehr. Außer Piraten. Ich muss rühren. Ich muss rühren. Oh, sag mir jetzt nicht, ich komme hier nicht raus. Okay, das ist jetzt... Problem ist, ich habe meine eigenen Probleme hier. Weiß. Schilde müssen einfach noch ein bisschen halten. Das ist Freund. So, Heide Witzka. Es ist mir aber auch mit dem Überhitzen, ist mir das auch schon immer in den anderen Spielen von der Star Wars Reihe passiert. Ich immer einfach nur durchbretter. Ich zieh durch, Mann, ich zieh durch.
Oh, das hat er überlebt. Ihr seid in Sicherheit. Ihr könnt eure Königin ausrichten, dass Kay Vess euch gerettet hat. Es soll geschehen. Danke, Außenseiterin. Ich finde das nicht in Ordnung, dass ihr mich hier eine Außenseiter nennt, ja? Ich bin auch nur ein Individuum. Ey, not gonna lie, ich glaube, da kann man sich den ganzen Tag drin aufhalten. Da wird immer irgendwas passieren. Ja. Ich werde mal da unten landen. Sie sind erfolgreich gesprungen, Kay. Okay, man muss nur nah genug an einen Planeten ranfliegen. Okay. Das hat jetzt mit dem Sprung gar nichts zu tun. Ich finde, also bisher, die Story ist jetzt nicht wirklich Oscar-verdächtig. Waren aber meiner Meinung nach Star Wars Stories im Einzelnen betrachtet noch nie. Das Gesamtbild des Universums hätte für die Geschichte einen Oscar verdient. So. Jetzt könnt ihr erstmal euch in den Kommentaren austoben. Nein, ist gar nicht wahr. Das muss. Interessiert mich nicht. Kommen wir mal zu dem, worum es bei dem Videospiel meiner Meinung nach wirklich geht: nämlich Spaßfaktor. Wie ist die Optimierung? Wie ist die Gestaltung der Welt? Und gehe ich jetzt erstmal nur auf die drei Punkte ein. Habe ich Spaß? Ja. Es ist ein Videospiel mit einer seichteren Geschichte, die dennoch sehr knackige Elemente hat, wie wir in den ersten Folgen gesehen haben. Auch die Luftschiffkämpfe finde ich jetzt nicht besonders easy so. Ne? Die sind convenient mit dem Einlocken, aber im ersten Fight dachte ich schon so, wir gehen drauf. Was war das Zweite, was ich jetzt gesagt habe? Performance. Könnte besser sein, könnte aber auch an meinem System liegen. Das muss ich jetzt dazu mal sagen. Und ich glaube, diese ganze Geschichte rum um Raytracing ist noch nicht so hundertprozentig ausgebaut, dass sie wirklich flüssig läuft. Weil einfach viel zu viele Dinge im Hintergrund noch laufen müssen, damit das alles berechnet werden kann. Und not gonna lie, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das flüssig läuft. Und jetzt kommen wir zu den Welten. Und auch da muss ich jetzt. Noch etwas auf dich, Kay. Okay. Da muss ich jetzt einfach mal sagen, die Welt ist die Welt. Die Welt ist fucking awesome aufgebaut. Und das sage ich jetzt nicht als kompletter super Ubisoft-Fanboy, sondern das sage ich, oder als Star-Wars-Fanboy, das sage ich einfach nur aus dem Grund, wenn man sich die
ganzen Filme anschaut, die in den letzten Jahren erschienen sind. Und das mit der Welt vergleicht, in der wir uns in Star Wars Outlaw bewegen. Outlaws. Dann ist das sehr gut nachgebaut und es gibt mir ein gutes Feeling. Ich brauche da tatsächlich keine Lichtschwerter, ich brauche keine imperiale Sturmtruppen, um zu erkennen, dass ich im Star Wars Universum bin. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Viele ältere Games konnten nur damit punkten, nehmen wir mal zum Beispiel Jedi Knight 1 oder 2, hat ja auch nur als solches funktioniert, weil wir ein Lichtschwert hatten. Respektive, dann war mal ein Wookie bei der Seite, wenn ich mich recht erinnere. Dann war mal dies, mal das, mal jenes. Grundlegend hatten wir immer so ein paar Anhaltspunkte, dass wir in der Star Wars Welt unterwegs sind. Was ist denn hier bitte unser Anhaltspunkt? Ja, okay. Den Druiden, den kennen wir aus Clone Wars. Aber guckt euch doch das jetzt hier mal an. Aus welchem Universum oder in welches Universum würdet ihr das am ehesten stecken? Von allen Franchises. Und versucht jetzt mal euren Kopf diesbezüglich als solches zu befreien, dass ihr wisst, dass es ein Star Wars Game ist. Sehr gut, mein Freund. Willst du sehen, wie ich den Highscore knacke? Nein. Und ja, dann steht mal hier eine C3-Einheit rum. Dann irgendwelche anderen Astro-Druiden. Vielleicht ist es halt auch einfach, dass die Art, also jetzt verplapper ich mich gerade so ein bisschen, beziehungsweise drehe mich gerade im Kreis. Ich finde, es sind Geräusche, es sind einfach Charaktere, die man halt kennt. Es ist die Atmosphäre, die mich als erstes denken lässt, oha, ist das ein Star Wars Game? So, wisst ihr, wie ich meine? Und das macht's für mich nochmal mehr aus. Da brauche ich jetzt hier kein Imperium, da brauche ich kein Lichtschwert, ich brauche keine Sith, ich brauche keinen Jedi. Das fühlt sich einfach für mich nach in einer fernen Galaxie an. Und ich glaube, damit habe ich mich jetzt lang genug drumherum geschwafelt, was ich von dem Game in Kürze, was ich davon halte, wie ich das finde. Und dieser Part war jetzt eine pure Filler-Folge, wo wir ein bisschen uns die Dogfights angeguckt haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal wieder ein bisschen Main-Story machen. Die gibt es dann auch schon ein paar Stunden. Ich weiß noch nicht ganz genau wann, weil eigentlich es ist jetzt gerade 9.13 Uhr. Es sollte jetzt eigentlich vor 13 Minuten diese Folge online kommen. Geht halt nicht, ne? So. Ich gucke, dass ich die so zu 14 Uhr hochgeladen bekomme und dann 17 Uhr. Vielleicht schaffe ich sogar heute noch eine dritte. Einfach als kleine Entschädigung, als kleines Goodie, dass ich eigentlich auch Probleme damit hatte, diese ganzen Folgen aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch auch einfach mal gefallen, dass ich euch keine Main Story gezeigt habe, sondern wir haben einfach mal so ein bisschen, ich habe einfach ein Hirnfurz ins Internet rausgespreadet und ihr konntet euch die Dogfights ansehen. Dankeschön fürs Einschalten. Ich bin Jesse Neven, das ist Star Wars Outlaws und wir sehen uns nachher wieder. Cousin.